Und eine dritte Quest haben wir auch schon lange im Questlog, die uns hier hochgeschickt hat. War das sogar noch von hier? Oder von... Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Von da. Nein, hier haben wir ja angefangen. Und dann sind wir irgendwie da runter und dann mussten wir hier hoch. Und hier hatten wir irgendwo... Da, glaube ich. Diese drei Quests, die uns hier so in alle Richtungen geschickt haben. Und ich glaube, das ist noch eine davon. Licht aus heißt sie. Ich bin Egor. Ich will die Lampenanzünder im Feld im Auge behalten und sehen, welche Gebiete in Heilsturz ihre Hilfe brauchen könnten. Der Dämmerturm in Velhans Geltung ist vor ein paar Wochen dunkel geworden. Nach dem, was in der Umgebung von Heilsturz passiert ist, liegt das wahrscheinlich an der steigenden Flut von Kobis. Gucken wir gleich mal. Die Lampenanzünder Tena und Emyra sind auf dem Weg dorthin, aber das könnte mehr sein, als zwei Lampenanzünder zusammen schaffen können. Trefft ihr sie dort und helft ihnen, das Licht in Velhans Geltung wiederherzustellen? Ja, deswegen sind wir hier. Sie stehen hier am Strand. Ja, kein Turm. Ah, der hier. Tatsächlich, er ist nicht an. Wir sind aber sehr weit weg davon. Mal gucken, warum. Es gibt bestimmt Probleme. Sonst wären wir nicht hier. Ich habe den Dämmerturm von Velhans Geltung noch nie entzündet. Ich frage mich, ob ich Velhan persönlich begegne. Das wäre womöglich nicht die große Ehre, die ihr euch vorstellt, Emyra. Was? Aber jeder Arati kennt die Geschichte von Velhans Führung am Tag der Dunkelheit. Ja, jeder Arati kennt die Geschichte. Und er ist vielleicht nicht so der hehre Held, den sie hier denkt, dass er wäre. Gut möglich. Okay, gucken wir mal, was sie für Sorgen haben. Wir geben erstmal ab, denn wir wurden hierher geschickt. Wir müssen nur bewusst freut mich, euch kennenzulernen, Luna. Ich bin Tena und das ist Emyra. Der Dämmerturm in Velhans Geltung ist vor einer Weile dunkel geworden und bei all dem, was passiert ist, sind wir jetzt erst angekommen, um zu helfen. Wir haben ein wenig ausgekundschaftet und wie es aussieht, ist die Gegend von Kobis überrannt. Ich vermute, Velhan hat sich dort verkrochen, anstatt sie zu bekämpfen. Wie gut für ein Volk, für sein Volk, dass wir hier sind. Und es ist noch besser, dass ihr dabei seid und helft. Okay, hat er deswegen so Zweifel, weil er das Gefühl hat, ja, der Velhan, der macht ja gar nichts. Möge Beli da euch leuchten. Und jetzt müssen wir da kommen. Alles steht und fällt mit der Führung. Unter einem guten Anführer kann eine Einheit nahezu alles erreichen. Ein schlechter Anführer dagegen sorgt für Chaos und der Erfolg rückt in weite Ferne. Ich habe das schon selbst erlebt. Ohne Anführer bricht die Belagerung der Kobis wie eine Welle, was uns die Arbeit hier erleichtert. Ich konnte drei Kobis ausmachen, die den Rest Anweisungen zu geben scheinen. Ich werde ihren Aufenthaltsort auf eurer Karte markieren. Schaltet sie aus, damit wir Velhans Geltung mehr Unterstützung bieten können. Findet Glück im Licht der Flamme. Möge sich Beleda zu euren Gunsten verschieben. Wie seid ihr Teil der Lampenanzünder geworden? Wie alle hier kam ich mit der Armada nach Heilsturz, um die Quelle der Visionen des Kaisers zu finden. Wir waren uns alle sicher, dass es uns zur glorreichen Schlacht von Renilash führen würde. Stattdessen stürzten viele unserer Schiffe ab. Und als wir in den Untergrund teleportiert wurden und der Rest von uns ist seitdem hier. Die Abwesenheit der Nacht war eine Umstellung, aber als sich der Kristall ein paar Jahre später verdunkelte, überkam mich eine bisher ungeahnte Angst. Ich fand meinen Weg durch diese Angst, indem ich anderen half. Mit der Zeit wurde mir immer klarer, dass mein Platz hier bei den Lampenanzündern war. Ein Ziel vor Augen zu haben, hält die Angst in Schach. Wer hat das Sagen, ihr oder Tena? Ich glaube eher Tena, oder? Es klang jetzt so. Wir arbeiten zusammen, um Leute in Not zu schützen und ihnen Licht zu bringen. Niemand hat das Sagen. Wir arbeiten zusammen und halten uns gegenseitig den Rücken frei. Tena ist schon länger Lampenanzünder als ich und ich habe viel von ihm gelernt.
Naja, ich glaube, er würde auch sagen, dass er viel von mir gelernt hat. Aber wir arbeiten zusammen. Keiner von uns steht über dem anderen. Jo, das ist ja eigentlich kein Problem. Also selbst wenn er jetzt mehr weiß und mehr Erfahrung hat, muss das ja jetzt kein Gefälle sein. Im Lichte ihr die Arbeit tut. Als wir vor eurer Ankunft die Gegend erkundet haben, haben wir eine Menge Käfige um Welans Geltung herumgesehen. Die Kobis halten darin für gewöhnlich ihre Opfer gefangen, bis sie sie für eine rituelle Opferung benötigen. Bei diesen Opferungen geschehen allerlei andere finstere Dinge, nicht zuletzt das Verspeisen der Opfer. Wir werden das nicht zulassen. Nehmt meine Fackel an euch und zerstört die Käfige, damit niemand aus Welans Geltung dieses Schicksal ereilt. Seid immer vorbereitet. Wir werden versuchen, uns zu Welans Geltung durchzuschlagen, während ihr den Angriff der Kobis abfangt. Sie werden erleichtert sein, ein paar Lampenanzünder zu sehen. Nun, zumindest werden sie froh sein, einen von uns zu sehen. Wie meint ihr das, Tena? Ich werde euch alles auf dem Weg erklären, Emira. Klingt schon so ein bisschen, als ob er mehr wüsste, als normalerweise die Lampenanzünder wissen. Vielleicht auch über diesen guten Welan. Sehr dubios. Aber wir haben jetzt erstmal einen anderen Job und ich denke mal, dass wir auch nach und nach erfahren werden, um was es hier geht. Da hinten stehen schon die Käfige, die wir anzünden sollen. Ich hoffe nicht mit Inhalt. Also mit Gefangenen, das wäre nicht so gut. Wir sollen gar nichts töten, ne? Sondern nur Käfige und die Named. Das sieht doch schon so aus wie so ein Chef. Nee, ist gar nicht. Ich werde aber jetzt doch hier den Angelfreund hier. Wir brauchen einen Trübflossenköder. Aber ein Spielzeug. Was? Das Luftschiff? Oh, wir haben ihn bekommen. Jetzt habe ich schon zwei. Da kriegt man nämlich dann einen trügerischen Kobisköder. Köder, wenn man vier Köder findet und die miteinander vereint. Ah, Schafzahn, der kommt direkt zu uns. Sehr schön. Muss man dich ja gar nicht suchen. Hallo ihr Tierlein, ihr sollt den hier auch tanken, bitte. Extra mit angeschossen. Schuld des Lichts. Okay, ein paar Käfige stehen auch schon rum. Schön. Ach, wir müssen die Fackel schwenken. Ach, so müssen wir das machen. Oh nein! Hätte zwei erwischen können, so. Ja. Da ist auch ganz viele. Sind die alle drei hier? Nee, das sind die Käfige. Irgendjemand hat uns entdeckt. Hey! Nochmal. Da läuft die Schlappflosse. Mit bisschen Verstärkung, aber es wird ihm nichts nützen. Läuft der auch noch weg? Nee, der sucht den Weg zu mir. Weg mit dir. Aber das ist ganz gut. Sonst hätten wir den vielleicht auch noch geedit gehabt. Schlappflosse ist süß, der Name.
Ewige haben wir schon alle. Brauchen wir nur noch den letzten Schäfer. Ich hoffe, es nutzt was. Was haben wir denn da? Nee, den haben wir schon. Also hier kann man den richtig gut farmen. Hier stehen nämlich überall diese Angler mit dem Köder, mit dem Arati-Köder, wo die droppt. Aber die ist eben nicht hier für diese Quest, sondern das ist ein Special. Wo ist denn der andere gerade? Oh ja, komm, bleib mal da hinten. Brusteln kam. Also schaut er aus. Ja, du bist tot. So, dann gucken wir mal, was es hier Neues gibt. Ah, die sind beim ersten Haus angelangt. Das sieht ja, oh, wie eine Villa aus. Ach, das ist gar kein Dorf, sondern da wohnt nur der... Ich dachte, weil irgendwie hieß es von... Er hat sich zurückgezogen, um die Bewohner zu schützen oder so, dachte ich. Aber das sieht jetzt gar nicht so aus. Ich glaube, nur er wohnt hier um diesen Turm. Vielleicht zu pflegen. Aber irgendwie cooles Haus. Mit viel Keller. Mit einem Schuppen hier an der Seite. Na gut, mal gucken. Verteidiger sind hier, okay. Aber das sind auch nur Bauern. Die haben nur... Verteidiger ist gut. Die haben nur Heugabeln und Sensen. Ja, mit Sensen und Heugabeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Den habe ich letztes Mal schon mal geguckt. Mal gucken, ob ich den jetzt noch erwische. Ja, der ist noch da. Ihn mindestens einmal erlegen. Und behakt. Sind halt immer Hunter, ne? Fällt total auf. Man ganz oft Hunter-Kollegen hat, auf der Jagd sind. Ja, das war ergiebig. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Wieder Platte. Ja, gut. Können wir auch gleich mal unseren Krams verkaufen. Ich eigentlich da drüben verkaufen können. Nee, egal. Glücksbringer, wollt ihr einen? So, und die brauchen wir noch. Okay, dann gucken wir mal, was da unten los ist. Füße, gute Pfade finden. Ina, lange Nichte, was führt euch in meinen Teil von Heilsturz? Euer Dämmerturm leuchtet nicht, WLAN. Emira und ich sind hier, um nachzusehen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Herzog Wilhan. Tena hat mir von seinen Diensten für euch erzählt. Und die Geschichten habe ich auch gehört. Natürlich, wir können uns alleine um die Kobis kümmern. Doch ihr dürft gerne mithelfen, wenn ihr möchtet. Oh, die sind aber stark, die Bauern. Guck mal, die haben doch gerade den hier umgehupt. Die beiden? Oder hat mein Pet mitgeholfen? Ich habe es nicht gesehen, ich war umgedreht. Okay, die Geschichten habe ich auch gehört. Was denn für Geschichten? Aber er wimmelt sie ab. Er möchte eigentlich gar nicht, dass geholfen wird. Und das ist schon sehr merkwürdig. Er müsste sich ja eigentlich freuen, wenn er es nicht selber schafft, den Turm anzubehalten. Es sei denn, er ist auf der Seite des Kultes, ne? Spürt die Wärme. Ausgezeichnet. Damit wird das Kräfteverhältnis etwas ausgeglichener. Zumindest was die Führung angeht. Sie sind uns zahlenmäßig immer noch gewaltig überlegen, aber eins nach dem anderen. Wir sind alle gemeinsam hier unten. Da sieht's aber auch gar nicht so toll aus da drin. Guck mal, da ist alles kaputt. Und wüst. Aber es wird noch gekocht. Ich denke, wir werden eh gleich hier reinschauen, aber der Tisch hier ist kaputt, ne? Nun gut, vielleicht haben die beiden ja schon was rausbekommen.
Ich grüße euch, Fremdling. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid, Luna. Naja, mal gucken, ob ich euch so helfen kann, wie ihr das wollt. Oder euch vorstellt. Gute Arbeit. Ohne ihre Käfige können die Kobis keine Gefangenen machen. Keine Gefangenen bedeutet keine üblen Rituale. Und wenn wir diese verhindern, haben wir eine viel bessere Chance, die Menschen in Welands Geltung zu retten. Die wollen, glaube ich, gar nicht gerettet werden. Mögen die Schatten vorüberziehen. Bleibt wachsam. Was immer auch zwischen Tena und Welhan in der Vergangenheit vorgefallen sein mag, unsere Aufgabe ist es, uns um die Leute hier bei Welhans Geltung zu kümmern. Luna, könnt ihr bitte bei den hier wohnenden Familien vorbeisehen? Sagt ihnen, dass wir hier sind, um zu helfen. Fragt, wie es ihnen geht oder ob sie etwas brauchen. Und garantiert ihnen, dass die Lampenanzünder die Kobis zurücktreiben werden. Euch mit 10 Einwohnern gibt's doch so viele hier. Ja, wer weiß, was wir da erfahren. Ah, Tena hat jetzt auch gar nichts. Das heißt, wir schauen uns mal um. Wir dürfen uns tatsächlich gechillt umschauen. Sieht ein bisschen aus wie bei den Kobolden. Da, die Stühle umgeschmissen. Und ja, gar nicht schön, ne? Also Vorräte haben sie genug. Denen geht's nicht schlecht. Guck mal hier, die sehen aus wie Raufbolde. Wir sind Sucher des Lichts. Ich hab darauf vertraut, dass Herzog Welhan uns anführen würde, als wir mit unserer Familie aus Merell daherkamen. Aber er ließ sich nie draußen blicken und befahl uns nur zu warten. Glaubt er, dass die Kobis einfach wieder verschwinden? Wir sichern mal zu, dass die Lampenanzünder sich um alles kümmern. Für das Reich. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ihr da redet. In all der Not. Jeder weiß, was für ein großer Held Herzog Welhan ist. Ich bin sicher, er hat einen Plan für die Kobis. Aber was, wenn nicht? Was, wenn er genauso viel Angst hat wie wir, es aber gar nicht zeigen will? Ja, wir sind ja jetzt da. Nun, ich bin froh, dass ihr das glaubt. Ich wünschte, ich könnte mir da sicher sein. Also, sie haben nicht viel Vertrauen in die Lampenanzünder. In all der Not. Güte. Jeder weiß, was für ein großer Held Herzog Welhan ist. Er sagt jetzt das Gleiche, ne? Verzweifelt nicht. Die Schatten spüren das. Okay, gucken wir mal weiter. Aber so genervt stehen die halt schon da. Die heilige Flamme möge euren Weg erleuchten. Bleibt wachsam. Ach, die sagen alle das Gleiche. Ich grüße euch, Fremdling. Wenn sich der Stern verschiebt, sucht Schutz. Mal gucken, ob irgendjemand was anderes sagt. Oh, ein Kind. Kinder sind eigentlich immer cool. Weil die sagen die Wahrheit, die verschleiern meistens nichts. Ich möchte ehrlich sein, ich drehe langsam durch. Was glaubt ihr, wie lange wir hier drinnen eingepfercht bleiben können, selbst wenn uns das Essen nicht ausgeht? Ich frage mich, ob es nicht ein Fehler war, meine Familie hierher zu bringen. Wenn die Schatten euch finden, gebt Bescheid. Möge Belida auf der hellen Seite bleiben. Und er sagt dasselbe. Wenn die Schatten euch finden, also die werden hier quasi festgehalten, eingesperrt. Also, natürlich unter dem Deckmäntelchen, ja, ich will euch hier beschützen, aber dann passiert nichts. Wir sind schon seit Wochen hier eingesperrt. Ehrlich gesagt, wird es langsam schwierig, bei Verstand zu bleiben. Dennoch, die Alternative scheint zu sein, von den Kobis getötet und gefressen zu werden. Seit Wochen! Oha. Verzweifelt nicht. Die Schatten spüren das. Okay, ich möchte gern mit dem Kind sprechen, das hier hoch und runter läuft. Ach, die Kinder. Ja, aber ich habe immer noch ziemliche Angst vor den Kobis. Doch gesagt, dass mein Papa sich um sie kümmern wird. Er ist ein Held. Ich werde auch mal einer sein, so wie er. Ich hoffe sehr, dass du recht hast, Max. Dort draußen treiben sich so viele Kobis herum. Jetzt fragen wir mal Maximilian Welhan. Das ist nämlich dann der Sohn, ne? Warum sind Monster so? Hallo, ich bin Max. Mein Papa ist hier der Anführer und ein richtiger Held. Keine Sorge, Max. Die Lampenanzünder werden. Wahrscheinlich sagt er jetzt, ach, wir brauchen euch gar nicht. Oh, ich weiß, dass alles gut wird. Mein Vater wird die Kobis hier besiegen, genau wie damals, als sich der Kristall das erste Mal verdunkelte. Er wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt. Und ich kann nicht eines Tages auch so ein Held sein wie er. Man muss die Regeln der Sperrstunde befolgen. Sehen wir noch das, was da so rumrennt? Wenn wir es erwischen? Kommt ihr von oben? Ich weiß nicht, ob mein Bruder noch viel länger... Was? Ob ich meinen Bruder noch viel länger aushalte? Sind die Kobis endlich weg? Bald. Ich kann mich im Dunkel verbergen. Doch ganz toll, dass ihr recht habt. Ich will nicht gefressen werden.
Okay, einen müssen wir noch. Was haben wir denn da noch? Also das ist schon ziemlich groß, ne? Hier so tun wir zwei üben und da haben sie den Ausgang verbarrikadiert. Fragen wir doch mal die hier noch. Spürt die Wärme der heiligen Flamme, möge Beleda euch leuchten. Jetzt bin ich gespannt, was unten los ist, ob sie da was verändert hat. Das ist auch ein Kind. Oh, die armen Kinder, ne? Wenn die hier schon seit Wochen eingesperrt sind, denen fällt doch die Decke auf den Kopf. Aber die Kobis werden nicht einfach verschwinden, wenn man nur lange genug drauf wartet. Ina, wir haben keine Wahl. Wir sind nur alle Züchter und Bauern. Unsere Waffen haben wir in Merelda gelassen, weil wir in Frieden leben wollten. Ich bin hier der Einzige, der eine echte Kampfausrüstung besitzt. Und trotzdem seid ihr hier drin, statt unsere Leute zu verteidigen? Ach, manche Dinge ändern sich nie, Velhan. Es reicht, Tena. Riskiert ihr doch euer Leben und kämpft gegen die Kobis. Aber wir warten hier ab. Tapferer Held, ja. Tretet ins Licht. Wenn sich der Stern verschiebt. Wir sind zum Helfen gekommen, aber die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass es manchmal viel wichtiger ist, den Leuten Hoffnung zu spenden und sie zu bestärken. Während ihr euch mit den Einwohnern unterhalten habt, haben Tena und ich über das weitere Vorgehen nachgedacht. Wir dürfen die Leute nicht überfordern, müssen ihnen etwas Luft zum Atmen lassen, aber sie auch auf den bevorstehenden Kampf vorbereiten. Oha, das ist aber gar nicht so einfach. Die Arbeit tut, denn im Dunkel Böses auch nicht ruht. Velhan und seine Anhänger hatten wohl gehofft, dass sie hier in Frieden leben könnten. Sie waren sich dessen sogar so sicher, dass sie keine Waffen mitgebracht haben. Durch die Angriffe der Kobis ist das jetzt zu einem Problem geworden, aber die Kobis selbst werden uns helfen, es zu lösen. Sie haben eine große Anzahl von Speeren für ihre Belagerung von Velhans Geltung mitgebracht und ein Speer spießt einen Kobis genauso gut auf wie einen Menschen. Zieht los und besorgt ein paar Speere für die Menschen, damit sie keine Angst mehr haben müssen. Ihr seid gut. Wenn sich der Stern verschiebt, sucht Schutz. Also ich meine, gehen wir mal davon aus, dass sie eine Kampfausbildung haben, dann ja. Wussten sie eigentlich, wenn sie alle mit den Schiffen hier runtergekommen sind, waren sie ja bei der Armee. Also es sind wahrscheinlich nicht reine Bauern. Dann kann man ja hoffen, dass das funktioniert. Spürt die Wärme der heiligen Flamme. Was ist zwischen euch und Velhan vorgefallen? Das ist eine schwierige Aufgabe, sogar für zwei Lampenanzünder. In der Gegend von Velhans Geltung treiben sich viele Kobis herum. Es gibt definitiv eine Geschichte, aber meine Geschichte ist nicht die öffentliche Version, die ihn als Helden darstellt. Velhan war mein Kapitän, damals im Dienst auf der Unbeugsamkeit. Wir waren auf Patrouille und hielten nach Anzeichen von Bedrohungen Ausschau. Neruba, Fungiana oder irgendwas anderes, das aus diesen Höhlen, die wir noch nicht richtig kannten, auf uns zukommen könnte. Den Kobis waren wir noch nicht begegnet. Der Großteil unserer Patrouille lief ganz gut, bis sich der Kristall veränderte. Und was ist dann passiert? Das war das allererste Mal, nach Jahren stetigen, unerschütterlichen Lichts, erstarrten wir alle. Keiner von uns hatte eine Ahnung, was das bedeutete. Velhan war der Erste, der sich rührte. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit bis dahin vergangen war. Er sagte, wir müssten nach Merelda zurückkehren, um die Stadt vor dem zu schützen, was auch immer gerade passierte. Tapfer, schätze ich, aber ohne Beledas Licht kollidierten wir im Dunkeln mit einem Felsvorsprung, brachen ihn sogar ab, stürzten ins Wasser unter uns, aber nicht ohne zuvor unsere Hülle aufzuschlitzen und ein Loch in den Bug zu reißen. Das war der Beginn eines wilden Sinkflugs. Zwei Dinge, die man nicht kombinieren sollte, ein derartiger Sturz und Dunkelheit. Nicht alle von uns haben es überlebt, aber unser Aufprall war nicht das Ende des Albtraums. Was ist denn noch schiefgegangen? Man könnte meinen, das wäre das Schlimmste gewesen, aber Velhan hat aus dem Vorfall die falschen Schlüsse gezogen. Anstatt die Lage abzuwägen und dann zu handeln, beschloss er gar nicht zu handeln. So wie hier, ne? Wir saßen in einem kaputten Schiff, viele von uns waren verletzt und als wir uns in Sicherheit hätten bringen sollen, entschied er, dass wir bleiben und auf Hilfe warten sollten. Und zum ersten Mal kamen die Kobis an Land. Wir konnten sie in der Dunkelheit nicht einmal sehen. Das erste Anzeichen von Gefahr waren die Schreie eines Besatzungsmitglieds, das sie verschleppten. Ach, jener seufzt.
Willans Bericht in Merelda unterschied sich deutlich von dem, was tatsächlich passiert war. Behaltet die Dämmertürme im Auge. Hoffnung besteht immer. Tja. Wir müssen nur bewusst nach ihr suchen. Was hat er denn erzählt? Dass er sie tapfer gerettet hat? Und die Kobis zurückgeschlagen, bis sie gefunden wurden? Oder irgendwie sowas? Wandelt im Licht. Das Problem, das ich sehe, sind die Kobis. Sie sind zu zahlreich für uns. Jeder von uns hier hat in der Armee des Reiches gedient, als wir in Heilsturz ankamen. Die meisten von uns sind vielleicht ein wenig eingerostet, aber wir wurden dazu ausgebildet, gefährlich zu sein. Dennoch müssen wir unsere Nachteile gegenüber den Kobis ausgleichen, unter anderem auch unsere zahlenmäßige Unterlegenheit. Zieht also los und sorgt dafür, dass wir gleich aufgestellt sind. Emira und ich werden die Menschen hier beschützen. Tötet 12 Krieger der Kobis in der Nähe von Velhans Geltung. Und du meinst, das reicht? Möge Belida euch das leuchten. Das gleicht, glaube ich, nicht sonderlich aus, oder? Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber okay. Da liegen schon Speere herum. Kleine, kurze Xerchen, Speer der Kobis. Da war gerade schon jemand, der hier Kobis geschnetzelt hat, deswegen haben wir hier so freie Fahrt. Da waren vorhin ganz viele. Was ist denn hier mit... Ach, das ist wieder so ein Köder. Ich finde es ja schon schlimm, ne? Na, wir können ihn ja nicht mal retten. Wenn wir ihn anfassen, dann schnappt die Falle zu. Ah, die haben auch Speere dabei. Sehr gut. Dann müssen wir ja gar nicht so viel suchen. Wir sind Sucher des Lichts. Hütet euch vor den Schatten. Machen die Kobis euch Ärger? Bald werden die Menschen von Velhans Geltung den Ärger zu ihnen bringen. Tötet Kobis genau wie Arati. Für das Reich. Gute Arbeit, Luna. Das ist genau, was wir brauchen, um die Kobis nicht nur für einen Tag zurückzuschlagen, sondern um dafür zu sorgen, dass die Menschen von Velhans Geltung sich in Zukunft verteidigen können. Seid immer vorbereitet. Fremdlinge sind eine willkommene Überraschung. Seit dem Tag, an dem die Kobis meine getreuen Gefährten in die Nacht verschleppt haben, um sie zum Abendbrot zu verschlingen, hasse ich sie inbrünstig. Dank eurer Bemühungen heute wird hoffentlich kein Einwohner von Velhans Geltung dies je am eigenen Leib erfahren müssen. Wenn die Schatten euch finden, gebt Bescheid. Sie ist eigentlich immer die Erste, die eine Idee hat. Die heilige Flamme möge euren Weg erleuchten. Luna, die Menschen in Velhans Geltung haben sich schon zu lange eingeschlossen, voller Angst vor der Dunkelheit. Da draußen gibt es viele Gründe zur Furcht, aber diese Menschen sind kompetent und stark. Sie sollten die Kobis vertreiben und sich nicht hinter ihren Mauern verstecken. Bringt diese Speere zu den Leuten von Velhans Geltung. Sie haben gelernt, sich vor ihren Problemen zu verstecken, aber wir werden ihnen zeigen, wie sie sich ihr Leben zurückholen können. Verteilt 8 Speere. Da, Leute, wehrt euch. Gemeinsam brennen wir hell. Es ist nur fair, dass ich dies einem Kobis zurückgebe. Mögen die Schatten. Wenigstens werde ich eine Chance haben, wenn sie es ins Innere schaffen. Möge Belida auf der hellen Seite bleiben. Ich hoffe, zurückgebe in Form von. Auf uns ruht Duck. Alle Hoffnung. Verzweifelt nicht, die Schatten spüren das. In all der Not, Güte. So, diesmal verteilen wir nicht an die Kinder. Fremdlinge sind eine willkommene Überraschung. Die Flamme brennt für uns alle. Spürt die Wärme der heiligen Flamme. Boah. Und deshalb habe ich gedacht, dass ich besser sage, wo Max hingegangen ist, bevor etwas Schlimmes passiert. Was? Maximilian ist da draußen? Bei den Kobis, ganz alleine?
müssen ihn retten. Aha, der ist ihm plötzlich wichtig. Wichtiger als seine Untertanen, kann das sein? Da wird er jetzt aktiv, wenn es um seinen Sohn geht? Die Flamme brennt für uns alle. Mögen die Schatten. Ich denke, jetzt werden sie sich ganz anders verhalten, jetzt wo sie bewaffnet sind. Es hat etwas, wenn man weiß, dass man auf sich selbst aufpassen kann, dass man seine eigenen Probleme bewältigen kann und niemand braucht, der einen rettet. Natürlich werden wir Lampenanzünder immer da sein und helfen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Mal nicht gebraucht werden. Wenn sich der Stern verschiebt. Luna, sprecht sofort mit mir! Mein Sohn ist in Gefahr! Möge Belida auf der hellen Seite bleiben. Vieles ist schiefgegangen, als die Unbeugsame abgestürzt ist, Luna. Aber besonders bedauerlich ist, dass wir, als wir endlich den Befehl bekamen, uns nach Merelda zurückzubegeben, unsere gefallenen Kameraden nicht ehren konnten. Offenbar haben die Kobis unsere gefallenen Krieger wiederbelebt und nun wandern sie als schaurige Skelette auf der Unbeugsamen umher. Ihr müsst ihre Zunderkästen bergen, wenn wir sie zur heiligen Flamme bringen können. Werden sie nach all diesen Jahren endlich frei sein. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, denn er greift jetzt wahrscheinlich, die Initiative. Ach, Luna, mein Sohn ist da draußen mit den Kobis. Er hat die anderen Kinder davon überzeugt, dass sie sich mit ihm zum Kämpfen rausschleichen. Ach, die anderen Kinder auch noch. Und ich noch, ja, so den Kindern bringe ich die nicht. Ich bin gar nicht bis nach oben gelaufen. Noch ein Kind läuft da noch rum. Ich glaube, das ist das Einzige. Wahrscheinlich die drei, mit denen er, also die zwei, mit denen er gesprochen hat. Er sagte, sie sollten mutig sein wie mein Vater. Als sie auf einen Kobis trafen, rannten die anderen alle hierher zurück, während er zum Schiffswrack rannte, um ihn vorzulocken. Ich habe mich nicht mutig verhalten, Luna. Die Geschichte des der Unbezähmbaren besagt, ich sei ein Held gewesen. Diese Lügen waren mein Bericht. Wenn es jemals eine Zeit gab, um uns zu erheben, dann jetzt! Aber ich bin dem Kobis allein nicht gewachsen. Begleitet mich und helft mir, Maximilian zu retten. Der Anführer der Kobis in diesem Gebiet ist ein begabter Nekromant. Er kann selbst Opfer reanimieren, die bereits vor Jahren gestorben sind. Rettet Maximilian. Seid immer vor. WLAN, ich hoffe, ihr werdet Max unversehrt finden. Falls Max... Oh, damit könnte ich nicht leben. Gehen wir, Luna. Ach, wir finden ihn schon. Ich glaube, wir holen uns erstmal die Zunderkästen. Müsste hier irgendwo sein. Ah ja, da ist das abgestürzte Schiff. Der Absturz der Unbeugsamkeit war Grund für meinen Entschluss, das Kämpfen einzustellen. Vielleicht ist es Schicksal, dass sie ebenfalls nicht unbeteiligt daran ist, dass ich erneut das Schwert ergreife. Naja, du bist ja hier wegen deinem Sohn und nicht wegen dem abgestürzten Schiff. Besiegt Knochenseher Hakenkiefer, der kommt uns auch noch gleich entgegen. Und das sind die wieder Auferstandenen? Ach du je. Glibbermonster, gar nicht. Ich hab gedacht, solche. Dann sind alle ertrunken, aber wahrscheinlich, weil die Kobis sie halt runtergezogen haben. Kann ich mir vorstellen. Ihr tragt die Fackel. Mit dir will ich doch gar nicht sprechen. Die Leute wissen, dass ich ihnen Sicherheit biete, aber mit eurer Hilfe könnten wir die Kobis schneller zurückdrängen. Bleibt ja. So, dann machen wir die mal. Aber so ein Mann? Oh. Helft Maximilian? Der ist irgendwo in unserem Rücken. Gleich mal gucken. Nicht, dass der uns noch drauf geht. Oh, 1, 2, 3. Ah, da unten runter. Er hat schon Deckung gefunden. Warte, ich dachte, das Luftschiff wäre sicher. Aber das war es nicht. Darum habe ich mich hier versteckt. Denn ich hatte Angst. Schon in Ordnung, Max. Wir sind ja hier. Gehen wir nach Hause. Tut mir leid. Auch ich wollte
gegen die Kobis kämpfen, aber sie waren größer als gedacht. Warum bin ich weggelaufen? Luna, wir sehen uns an der Geltung wieder. Vielen Dank, dass ihr meinen Maximilian gerettet habt. Easy. Geh mein Sohn und geh wieder. Hilft dir nicht weiter. Problem erledigt. Aber der eine... Hä, wir haben noch erst einen getötet und der hatte zwei Zunderkästen? Oder war der eine von dem Boss? Nee, muss ja von dem gewesen sein. Der hat nur einen. Das ist auch einer, ja. Nicht grün, sondern braun. Ah, da haben wir sie schon. Eine schnelle Aufgabe. Habt ihr die Zunderkästen gefunden? Damit habt ihr die heilige Flamme immer bei euch, egal wo ihr seid. Ich glaube, es steht immer an den Zunderkästen, ne? Die Flamme brennt für uns alle. Ich wünschte, ich hätte sie in dieser Nacht retten können. Aber ich bin froh, dass wir ihr Andenken in Ehren halten können. Das würden uns alle wünschen, wenn es uns passieren würde. Findet Glück im Licht der Flamme. Und wie viele haben wir schon gefunden irgendwo in der Nische, wo sie nie jemand finden wird? Tretet ins Licht. Luna, ich möchte mir nicht mal vorstellen, was Maximilian ohne eure Hilfe passiert wäre. Und ich weiß, wie feige ich mich verhalten hätte, wenn ihr Thera und Emira nicht gekommen wärt, um Belhans Geltung zu unterstützen. Es wird schwer sein, aber fortan werde ich alles anders angehen. Ich danke euch. Ja, aber ich glaube, für seinen Sohn... Er hätte vielleicht ein bisschen länger gebraucht und sein Sohn wäre dann hinüber gewesen. Das kann schon sein. Um mit sich zu ringen und dann doch loszuziehen. Aber okay, wenn er halt ein Riesenfeigling ist, dann wäre er vielleicht einfach zu spät gekommen. Wie wird die Zukunft von Belhans Geltung aussehen? Belhans Geltung wird auf Lügen erbaut, wurde auf Lügen erbaut. Lügen, die ich verbreitet habe und Lügen, die ich die Leute in meinem Umfeld habe verbreiten lassen. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Jetzt wird Belhans Geltung auf zwei Grundpfeilern neu erbaut. Wahrheit und Mut. Halt komplett das Gegenteil, ne? Die Leute müssen die Geschichte von der Unbeugsamkeit und meinem Scheitern in jener Nacht erfahren. Sie müssen wissen, dass dieser Ort weder sicher noch idyllisch sein wird. Es wird mehr Kobis und vielleicht andere Bedrohungen geben. Wir müssen kämpfen, um Belhans Geltung zu beschützen. Falls es die Leute wünschen, werde ich als Anführer zurücktreten. Wenn sie mir weiter vertrauen wollen, werde ich ihnen die Risiken und Entbehrungen offen darlegen. Und wir werden uns allen Herausforderungen mutig gemeinsam stellen. Ich meine, wenn er bis auf diese Passivität bisher ein guter Anführer war, dann werden sie sagen, nee, komm, mach weiter, aber jetzt haben wir Waffen, wir wehren uns, wir wollen hier bleiben, uns gefällt's hier. Wir schaffen das schon. Dann ist es natürlich was anderes. Dunkelheit. Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr Max sicher nach Hause gebracht habt. Durch all das habt ihr mir auch gezeigt, dass ich an der Spitze sein muss, um den Weg für meine Leute zu ebnen. Ich habe gesehen, dass es schlimmere Folgen als den Tod gibt. Ich kann die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht ungeschehen machen, aber ich kann sicherstellen, dass ich das nicht wiederhole. Im Lichte ihr die Arbeit. Tena weiß, dass ihr schon seit Jahren einen Groll gegen mich... Tena, ich weiß, dass ihr schon seit Jahren einen Groll gegen mich hegt. Ach, wir müssen das nicht vertiefen. Belhan. Nein, ich ließ euch hängen. Und die Truppe. Und vertuschte alles durch Lügen. Ich kann nicht gut machen, was damals passiert ist. Noch dazu enttäusche ich mein Volk. Enttäuschte ich es, als die Kobi angriffen, weil ich... zurückblieb und abwartete, bis sie wieder verschwanden. Sie sind ja nicht... Er hat gehofft, dass sie wieder verschwinden. Was? Papa, das ist doch nicht wahr! Meine Feigheit brachte uns alle in Gefahr, sogar Maximilian. Verzeihung, ich meine natürlich Max. Hä, wieso korrigiert er sich da? Doch nur die Abkürzung. Ich bin der Letzte, der behaupten würde, dass ihr nicht zu hart mit euch ins Gericht gehen sollt. Aber ihr seid...
heute hier erschienen. Ich musste es tun, Tena, und fortan werden die Dinge anders laufen. Ich hoffe, es ist tatsächlich so und er fällt nicht wieder zurück, wenn er wieder alleine ist. Es ist besser, sich der Dunkelheit zu stellen, als sich zu verleugnen. Ihr und Luna habt mir geholfen, das zu erkennen. Spürt die Wärme der Heiligen. Normalerweise leben die Kobis tief unter Wasser. Wenn Bele da am hellsten strahlt, lassen sie uns in Ruhe. Auch von anderen hellen Lichtquellen halten sie sich normalerweise fern. Aber in jedem Fall werden sie dadurch geschwächt. Deswegen sollte der Turm eigentlich auch wieder leuchten, ne? Wir Lampenanzünder dringen nicht nur in die Dunkelheit vor, um jene in Not zu beschützen, sondern wir sorgen auch für das Licht, das ihnen Sicherheit bringt. Stellt diese Fackeln entlang der Grenze auf und kommt dann zum Dämmerturm hinter Velhans Geltung. Ja, das müssen wir auch noch abschließen, ne? Dass der Turm nachher wieder leuchtet. Wir sind alle gemeinsam hier unten. Okay, hier einfach überall drumrum. Yeah. Aber die müssen ja eigentlich dann immer leuchten, ne? Niemals verlöschen. Und da bin ich mal gespannt, ob dann hier wirklich keine mehr sind, hier in diesem Bereich, weil da waren ja schon immer welche. Da sind ja dauernd welche, da laufen ja dauernd welche drumrum. Dass die nachher dann wegphasen, finde ich gut. Und vielleicht sogar die Leute hier arbeiten können. So, und jetzt will er uns am Turm treffen. Ich hoffe, dass die wieder angezündet wird. Da, genau, da haben sie es ja verrammelt. Gucken wir mal. Oh ja, sie sind alle da. Sprecht mit, Tena. Gemeinsam brennen wir hell. Wenn wir den Dämmerturm entzünden, verschafft das den Leuten von Velhans Geltung einen echten Vorteil gegenüber den Kobis. Und natürlich wird das auch ihre Hoffnung entfachen und ihnen Mut geben. Zündet die heilige Flamme. Herzog Velhan, seid ihr und euer Sohn bereit? Jawohl. Möge das Licht des Dämmerturms die Kobis zurückdrängen. Wir entzünden die heilige Flamme über Velhans Geltung. Licht, das uns ehrlich sein lässt und uns Mut gibt. Licht, das uns beschützt. Und Licht, das uns an unsere gefallenen Freunde erinnert. Die heilige Flamme lodert für uns alle. Das hätte ihm ja schon früher einfallen können. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob er das gar nicht alleine anzünden kann. Sondern ob die da immer zu mehreren sein müssen und das vereinen. Wir sind Sucher des Lichts. Ihr habt meinen Sohn gerettet. Ihr habt das Rückgrat des Angriffs auf unser Zuhause gebrochen und uns Waffen gegeben, mit denen wir kämpfen können. Ihr habt mir geholfen, der Anführer zu sein, dessen Rolle ich nur vorgespielt habe. Habt Dank. Ihr habt mir geholfen. Die Lampenanzünder werden immer Verbündete in Velhans Geltung haben. Ja, hoffentlich. Ist er nicht selber eigentlich auch einer? Oder war er nur einfach bei den Truppen dabei? Wir bekommen ein robustes Räuchergefäß. Eine Räucherlampe. Okay. Seid immer vorbereitet. Und das war die Geschichte um den Turm. Jetzt gucken wir mal raus. Ob sie weg sind. Die tapsen hier ja immer noch rum, obwohl hier alles... Vielleicht müssen wir erstmal rein und rausfliegen, aber ich glaube, hier sind jetzt keine mehr. Doch. Also ich fände das schon gut, wenn die dann alle weg wären, ne? Weil jetzt leuchtet das Licht ja wieder. Und sieht eigentlich richtig schön aus hinter dem dunklen Hintergrund. Vor allem, wenn es gerade so dunkel ist.